Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer VHS82 und ihr seht immer noch, ich bin immer noch unterwegs. Ich war ja gestern auf Alice Cooper bei den Hollywood Vampires mit Johnny Depp und jetzt bin ich in Stuttgart auf der Comic-Con gleich und treffe noch einige Persönlichkeiten. Olli Anker wird da sein, Cinemane und noch viele weitere mehr. Licht ging gerade aus. Ich hoffe mal, dass das Licht von der, von der Tiefgarage anbleibt. Dann machen wir mal kurz auf. Weil nämlich, die geht automatisch aus, nämlich sehr gut. Ich muss ein bisschen pennen. Hier nehme ich mein Schlafgemach. War gestern auf Alice Cooper, wollte aber ein Video dazu machen, aber ich habe bemerkt, dann in der Pause, wo dann die Vorband zu Ende ist, wenn man die Musik angehört und man hört nichts auf diesem Konzert, also auf diesen Liedern, weil einfach die Tonqualität so schlecht war, weil ich direkt an den Boxen gestanden war in der ersten Reihe. Aber es gibt trotzdem eine ganz kurze Einspielung von dem Konzert, beziehungsweise wo ich in der ersten Reihe war. Auch das war recht kurz und knapp. War wirklich sehr geil, das Konzert. Leider war ich an der falschen Stelle gestanden, um Johnny Depp wirklich zu treffen oder zu sehen, denn er war auf der linken Seite, ich war auf der rechten Seite gestanden. Sehr ärgerlich und er kam so gut wie fast nicht zu uns. Aber ich werde jetzt hier mal so ein Bildchen einblenden von dem Konzert. Es war wirklich ein ganz cooles Konzert. Johnny Depp einfach, war auch wirklich extrem viel hysterische Mädels rumgestanden. Natürlich auch ein hysterischer VHS82, der auch gerne ein Foto haben möchte noch. Aber hat leider nicht funktioniert. Auch kein Autogramm, gar nichts. Bis auf ein Plekton habe ich gekriegt. Auch T-Shirt konnte ich mir auch keins kaufen. Denn war das letzte Konzert in Deutschland und ich habe nichts mehr gehabt. Es gab ein richtig cooles T-Shirt, das ich gerne gehabt, aber nur noch in S. Und in S, ganz ehrlich, ich bin einfach zu fett. Also da passe ich garantiert nicht rein. SM gab es von diesem besagten T-Shirt eben nicht mehr leider. Ja, also gehe ich auch ohne T-Shirt aus. Mal gucken, was ich heute auf der Comic-Con finden werde. Wahrscheinlich auch nichts. Aber eventuell gehe ich heute Abend noch auf ein weiteres Konzert. Aber das ist noch ein anderes Thema. Wenn es klappt, dann gibt es wahrscheinlich auch ein kleines Video dazu. Wenn es klappen würde, wäre es überragend geil. Überragend geil. Dann würde ich nämlich die Jungs schon das dritte Mal sehen. Aber seid gespannt, einfach mal. Ich will mir nicht so viel verraten. Wenn es nicht klappt, dann braucht ihr euch auch nicht so extrem drüber freuen. Aber wenn es klappt, dann könnt ihr auf jeden Fall auf morgen schon mal freuen auf das nächste Video. Okay, was mache ich jetzt? Ich werde mich ein kurz ausruhen. Und in der Zwischenzeit dürft ihr jetzt mal eine Werbesendung mir angucken, denn irgendwie werde ich einfach jetzt Werbung mir eingespielt. Bis gleich. Scheiße, warum kommt jetzt Werbung? Klar, noch einen kleinen Trailer von den 3000 Abonnenten-Special. Also wenn du das 3000 Abonnenten-Special noch nicht gesehen hast von mir, bitte unbedingt angucken. Es lohnt sich auf jeden Fall. Gibt ganz geile Gewinne nochmal. Und ja, wie gesagt, schaut das Video an. Geht etwas länger, aber wenn ihr beim Gewinnspiel mitmacht, ich sage euch gleich, schaut genau hin bei diesen ganzen Videos. Dann habt ihr es auch einfacher dann bei der Verlosung bzw. bei der Antwort dazu. Gebe ich wieder eine Frage, wie immer. So, okay, das war's jetzt noch. Leider hat der Chuck Norris abgesagt in letzter Sekunde. Sehr, sehr schade. Gut, war jetzt für mich nicht so interessant, weil ich bin kein großer Chuck Norris-Fan und von daher war das Thema für mich eigentlich erledigt. Habe auch noch kein Ticket für die Stuttgarter Comic-Con. Ich gehe dann einfach mal die Kasse hin und hole mal ein Ticket und dann werden wir mal sehen, ob ich da reinkomme oder nicht reinkomme. Ja, bin gespannt. Ja, das war's von mir und jetzt gehe ich erstmal pennen und dann sehen wir uns auf jeden Fall nachher wieder. Bis gleich. Ja, ich habe ein bisschen geschlafen, aber nicht sehr viel. Und jetzt gehen wir hoch und schauen uns mal an, was hier denn los ist. Und gucken wir mal. Oh, richtig viel los hier. Leck mich am Arsch, das ist ja hier der Hammer. Also ihr seht hier schon,
Hier ist schon mal der Eingang von der Comic-Con. Oder muss sagen, schauen uns eben um und dann gehen wir mal rein. Ja, ich bin schon mal drin. Hier im Eingangsbereich komme ich schon rein und habe auch schon das Ticket. Ja! Und mal gucken, wie es wird. Mal gucken, wann ich die anderen treffe. Eventuell noch ganz kurz auf die ganzen Leute oder ich gehe schon mal rein. Mich würde es schon mal verlocken, da reinzugehen. Ich glaube, ich werde es mal riskieren. Ich gehe mal rein. Bis dann. Liebe Filmfreunde, ich bin jetzt mitten im Geschehen drin. Ne? Und was soll ich sagen? Es ist schon mal Oberhammer. Es gibt noch so eine kleine Videoausstellung mit Musik und Malung, also wie gesagt, aber ich werde jetzt hier nicht immer was dazu sagen. Genießt einfach die Show und viel Spaß bei dem Video.
ich habe jetzt hier eine riesengroße Ritterburg entdeckt. Und hier ist auch der Bauer, der Gunther. Herr Gunther, erzähl mal was über dich. Wie kamst du dazu, sowas zu bauen? Und ja, also Lego habe ich entdeckt, wie der andere auch. Ich habe mit 6 Jahren mein erstes Lego bekommen, so diese standardgrauen Lego-Burg aus den 80er-Jahre-Serien. Und da kam dann immer so ein Stück dazu und dann hatte ich irgendwann so eine kleine zusammensteckbare Burg, nicht nur 20, 30 Männchen. Und über die Jahre hinweg kamen dann mehr Männchen dazu. Okay. Und dann gab es eine graue Platte als kleine Burg und dann mehr Männchen, da gesagt, eine Mauer höher und irgendwann eine Platte zu wenig, dann kam die zweite Platte, dann kam die vierte Platte und ja, jetzt sind es 60 Platten oder so. Und, kannst du mal erzählen? Wir schauen uns das mal das an. Also die Burg hat mittlerweile ihre Maximalausdehnung erreicht. Okay, also größer wird es nicht mehr. Nee, weil ich habe halt der Raum, in dem sie stehen kann, ich habe die Ecken erreicht. Okay. Also ich muss jetzt schon unter der Platte durchkriegen, um in bestimmte Ecken zu kommen, um zu bauen. Okay. Und, aber man sieht halt, dass die Innenstadt noch nicht so... Also diese ganze Burg ist auch bei dir zu Hause komplett genauso aufgebaut, wie sie jetzt auch hier steht? Ja, die steht hier. Okay. Manchmal wird sie in Teilsegmenten auseinandergenommen, weil ich irgendwo rein muss und was umbauen muss oder so. Aber die Innenstadt ist auch relativ leer. Also wenn du so mittelalterliche Städte bei uns in Deutschland anguckst, auch in Frankreich, die sind immer kleine Gassen mit extrem hohen Häuserblöcken. Also die sind wirklich eng verwinkelt aneinander gebaut. Und das ist das, wo ich jetzt eben erst hinkomme. Man sieht, an der Außenmauer bin ich schon ein bisschen weiter. Da sind die Häuser schon so hoch wie die Wehrgänge. Also man spricht von einer sogenannten Mantelmauerburg. Das hat mir einer erklärt, der das beruflich macht. Er erklärt, wie das heißt. Und die Kathedrale muss auch auf einen höheren Punkt, weil die einfach für ein Gotteshaus oder für ein Religionshaus doch zu niedrig steht. Also wenn man sich so Köln den Dom anguckt, der war auch auf einer höheren Platte. Wenn man sich Speyer anguckt, das Mainzer Bistum, die stehen alle ein bisschen höher in den Anlagen. Und wie kamst du eigentlich auf die Idee, sowas zu machen oder allgemein, oder wie kommst du auf die Idee, das so genauso zu bauen? Das ist in meinem Kopf entstanden. Also, grundsätzlich interessiere ich mich für Mittelalter. Ich mache so nebenbei mit meiner Frau das Hobby Mittelalter, also Reenactment. Okay. Also mit Lagern und in Zelten schlafen und mit Schwerkampf und so. Und da war es eigentlich naheliegend, dass meine anderen Hobbys sich auch irgendwo so am Mittelalter orientieren. Okay. Und deswegen ist das halt die mittelalterliche Stadt geworden, die wir bauen oder ich baue. Okay. Und wie kommt denn die ganzen Steine eigentlich ran? Weil das sind ja wirklich ja auch manche alte Steine dabei und es sind vor allem immer dieselben Steine, so viele. Wie kommt das zustande? Das sind 30 Jahre Arbeit und zwar ich gehe regelmäßig auf Flohmärkte oder zu Sammlerauflösungen und kaufe dann eben auf, was ich kriegen kann. Vom Flohmarkt kaufe ich dann ganze Kisten, das sortiere ich als was ich brauche. Und was ich nicht brauche, tausche ich mit all den anderen. Also ich habe gestern mit einem getauscht, der baut hier Mars-Missionen, Lego aus den 70er Jahren oder mit den Star Wars-Leuten. Es gibt relativ viel Grau, da sind so abgeschrägte Platten dabei. In der Burg gab es keine abgeschrägten Platten. Okay. Die sind da eher quadratisch orientiert. Okay. Ja. Was ich auch nicht habe, was man in vielen deutschen Burgen sieht, sind runde Türme. Runde Türme sind von der Machart her sehr, sehr stabil. Das Einzige ist, dass runde Türme immer an der Stelle eine Instabilität für die Mauer darstellen. Okay. Weil sie nicht in die Außenmauer mit reingehen, sondern weil sie ihr Rund weiterführen müssen. Okay. Ja. Und ich habe mich halt entschieden für einmal die eckigen Türme, wie sie hier sind, als die Außenwerke. Und eben alle paar Stationen kommt ein sogenanntes Vorwerk. Okay. Hauptsächlich sieht man immer da, wo ein Tor ist. Und jedes Haus hat ein Innenleben komplett? Jedes Haus hat komplett ein Innenleben. Man kann zum Beispiel das Gerichtsgebäude mit dem Angeklagten und dem Richter. Ich muss zugeben, der Richter ist eine etwas neuere Figur, die ist aus einer Sammelserie. Okay. Dann habe ich hier einmal die Färberei, wo ich eben auch ein Innenleben gebaut habe. Unser Bäcker, das Innenleben ist leider noch nicht fertig. Okay. Ja, ich kann bei einigen Häusern hier Elemente aufmachen, wo man reingucken kann. Es gibt auf der anderen Seite, das kann man momentan nicht sehen, weil dadurch die Anlage so groß steht, bringt es nichts, die kleinen Fenster aufzumachen. Ja, ja. Die Leute würden nichts sehen. Ja. Aber ich kann ganze Stockwerke wie Schubladen rausziehen, dass man reingucken kann. Und wie viele Figuren sind da jetzt verbaut insgesamt? Kannst du es ungefähr Pi mal Daumen sagen? Also ich kann dir sagen, von dieser Figur sind es etwa 2.500. Alter Schwede. Von 2.500. Dieser Figur sind es vielleicht 600 bis 700. Okay. Da habe ich noch nicht gezählt, weil ich die Hauptsache als Stadtwache brauche. So, okay. Man sagt so als die Polizei. Man hat ja früher ein Heer gehabt.
eine Verteidigungsarmee oder ein entstehendes Heer, was so jeder König hatte. Und man hatte die Einheiten, die für die Stadtmiliz oder Polizeiaufgaben zuständig waren. Das ist so meine Stadtmiliz, ja, muss man sagen, der Rest, wenn die Armee erledigt ist, dann dürfen die an die Front. Okay. Ja? Und diese ganzen, Männchen, wo lagerst du die ganzen Pferde mit den Ritternrüsten drauf? Das ist für die Reiter habe ich bei mir, wenn man in den Keller runtergeht, kommt man so schöne Treppe runter, das ist so eine weiße Wand gewesen. Okay. Die hatte so zweimal 3 Meter. Ja, und da haben wir Regale reingebaut, 15 cm tief, aus Holz, etwa so hoch. Und da stehen die drauf. Und mittlerweile stehen da 1000 Reiter. 1000 Reiter. Du könntest eigentlich eine komplette Armee hier anführen, wenn man hier genug Platz hätte, dann sozusagen. Sagen wir mal so, wenn ich die alle in Lebensgröße produzieren könnte, würden die Messehallen nicht reichen, um alles, was ich an Figuren habe, da reinzupacken. Also hier geht es so weiter mit den ganzen... Ich kann ja zum Beispiel eine Figur zeigen, von denen habe ich sehr, sehr viele. Das sind die da. Das ist die, die ich eigentlich sammle. Okay. Von denen habe ich 6.500 Figuren mittlerweile. 6.500 Figuren? Lieber Gott, ja, ich sehe sie auch da hinten, sieht man sie auch in den ganzen... Alter Schwede. Also wirklich, es ist ein bisschen verrückt. Was sagt deine... Es ist nicht nur ein bisschen. Was sagt deine Frau dazu? Meine Frau hat ihre eigene Anlage, da drüben die Japan-Anlage. Okay. Meine Frau baut zwar nicht, aber meine Frau hat den Faible dafür und dann haben wir mal ein paar Bilder gesehen und das hat ihr gefallen und dann habe ich gesagt, willst du was haben? Und das war auch so, dann haben wir mit einer Platte angefangen, dann haben wir es erhöht, dann sind es 2, 4, jetzt sind es 9 geworden. Dann wollte sie einen Affenberg dazu haben, weil sie das ganz cool findet. Ja, da hinten einen Berg, wo auf der einen Seite so ein bisschen Affen drauf sitzen in so einem Wasserbecken. Kennt man aus den Berichten über Japan, ja. Die heißen Quellen. Und auf der anderen Seite in dem Berg ist ein Stargate verbaut. Okay. Das passt eigentlich nicht so ganz in die Welt, aber wir haben was für die Geschichte gesucht, um die Verbindung zu schaffen. Okay. Auf der Weltader zwischen meiner Anlage und ihrer Anlage. Wo ist dein Stargate? Dann müssen wir auf die andere Seite von der Burg gehen. Okay, dann... Aber sie ist alles selber. Ja. Wie haben Sie es transportiert? Das sind alles Teilsegmente. Ich kann jedes Element rausnehmen und kann es einzeln verpacken. Nee, Sixi klebt. Haben Sie ja keine Angst, dass Sie werfen, dass es kaputt geht? Nein, weil jeder, der sich was kaputt macht, dem schneide ich den Kopf ab. Ich habe spezielle Kartons dafür, die genauso groß sind, dass ein Element reinpasst. Die werden verklebt, gestapelt, fertig. Wie lange haben Sie ungefähr gebraucht, das alles? 30 Jahre. Ich baue seit meinem 6. Lebensjahr mit Lego. Ja, also ich bin immer wieder auch ein bisschen unterbrochen, weil ich baue auch Schiffe. Also das Schiff auf der anderen Seite ist zum Beispiel eins meiner kleinsten. Ich habe mir eine Black Pearl gebaut, die ist 1,45 Meter lang und hat 100 Kanonen. Hat eine Black Pearl gebaut? Ja, die auf Messeherbst. Also wenn du auf Messeherbst kommst, da sind wir da oben, da bringe ich meine Seeschlacht mit. Da sind dann 12 Linienschiffe da. Geil. Und wenn lieber Fluch der Karibik, ja, das ist mein ja, so. Ich hab eine Black Pearl, ich habe eine Flying Dutchman, ich habe eine Siemens Star, ich habe eine venezianische Lady, ich habe eine Compostela Santiago de Raca, ich habe die Ciudad Salel, ich habe 2 englische Linienschiffe nachgebaut, die noch keine Namen haben, weil es die nur auf dem Reißbrett gegeben hat. Okay. Und ich habe noch 2 französische Linienschiffe gebaut, wo mir die Originalnamen nicht gefallen haben, wo ich noch Namen suche. Okay. Also, wir gehen jetzt mal rüber. Ich muss nur kurz alles hier mitnehmen. Ja. Wir haben mal kurz den Platz gewechselt. Jetzt sind wir hier bei den Stargates mal, wo du gesagt hast. Ja, genau. Das sind meine 2 Stargates. Du hast gleich 2. Deine Frau hat nur eine gekriegt. Meine Frau hat nur eine. Ich habe gleich 2. Okay. Eigentlich sind die, normalerweise sind die verteilt. Also wir haben eine Welt. Unsere Welt heißt Ada. Auf dieser Welt sind vor ein paar tausend Jahren Menschen gestrandet. Wieso, warum, wo die herkamen, okay, weiß man nicht. Das Einzige, was wir wissen, was mit den Stargates zu tun hatte. Okay. Und der König, der dann das Reich gegründet hat, hat ein paar Kinder. Und da nicht jeder König werden kann... Also, ihr habt das schon echt so gut ausgeklügelt, das ist echt geil. Dadurch sind die gegangen. Also einer ist zum Beispiel in den Osten gegangen und hat das Volk der aufgehenden Sonne gegründet. Okay. Dann gehen wir auch mal kurz hin. Der eben diese Anlage, also ne, das ist das Volk der aufgehenden Sonne. Wahnsinn. Das ist, Grundidee war eine japanische Burg. Auch mit Ninjago-Elementen. Es gab aber früher in den 90er Jahren schon mal Lego-System Ninja. Ja. Ja. Das sind zum Beispiel diese Figuren. Das sind welche von den richtig alten System Ninjas. Okay. Ja?
Und das war so die Grundidee, auf den Figuren aufzubauen. Wir haben natürlich auch den einen oder anderen neueren oder Teile von den neuen mit eingebaut, weil einfach diese Gesichtsmasken, die hat es früher noch nicht gegeben. Ja. Die sind aber so im Original getragen worden von den Japanern. Okay. Das also, so sah ein Samurai aus. Okay. Jetzt nicht mit einem Eimergriff, sondern die hatten da Schmuckdinger drin, so wie der da. Ja? Aber die werden halt auch nicht mehr produziert. Und dann sind wir auf Eimergriffe übergegangen, die werden halt wieder produziert. Wir haben dann eben so auch diese besten Stücke, was uns so aus den verschiedenen Burgen gefallen und gepasst hat, haben wir eben eingebaut. Und haben es dann eben auch vervollständigt, weil mittlerweile sind sie so weit, dass sie eben auch relativ authentische Tempelanlagen produzieren, wo auch von der Form, von den Teilen her wirklich zum Original passt. Ja, das ist das eine Volk geworden. Der zweite Sohn ist zum Beispiel auf See gegangen, ist mit einigen Getreuen zu den Seefahrern geworden. Ja, die wurden dann eben zu den. Die haben sich auch nochmal getrennt, da wurden einmal die Freibeuter draus und ich habe Schiffe, okay, wo Soldaten drauf sind, also die sind auch so ein bisschen untereinander canceln. Einer ist in die Wüste gegangen, da wurden die Elefantenmenschen draus. Zu den Elefantenmenschen gehört auch noch eine Reiterei, die sind erst 100 Mann stark, es wird auch nicht mehr werden, weil Pferde in der Wüste überleben nicht lange. Okay. Einer ist in und unter die Berge gegangen und aus seinem Geschlecht wurden die Zwerge. Unglaublich. Ja. Und einer. Aber es sind ja auch beleuchtet, ne? X beleuchtet. Oder ich habe in einem Stargate, habe ich, also in dem und da drüben, sind so Leuchtsteine drin. Wenn ich, okay, den Clip drücke, dann kommt so ein bisschen rotes Licht. Okay. Ich bin halt kein Fan von Strom legen und Kabel durch, okay, Steine schneiden. Das, okay. So Löcher bohren, das ist. Okay. Ich habe auch nicht viel Ahnung von Strom, das muss ich leider zugeben. Okay. Das ist nicht mein Ding. Und so die letzte, die Tochter. Das fehlt eigentlich noch, da könnte ich auch eine Tochter, die ist in die Berge gegangen und, okay, ist da auf ein Volk gestoßen, was schon immer auf dem Planeten gelebt hat. Und das waren die Steinmonster, okay, die sogenannten Jump-Jumps, und hat dort auch ihre Götter getroffen. Und wir haben daheim noch 12 riesige Drachen. Okay. Und das sind die Götter der Jump-Jumps. Also wirklich ein großer Respekt an dich für diese Welt, die du aufgebaut hast, mit der Geschichte vor allem dazu. Wahnsinn, also wirklich, ich bin wirklich sprachlos. Und was soll ich sagen, herzlichen Dank für das Interview. Gerne. Und baue auf jeden Fall weiter so enorm. Aber es ist einfach wirklich grandios. Ich werde nicht Dank. Damit nicht aufhören. Nicht, herzlichen Dank. Vielleicht komme ich mit der Anlage, wenn sie verändert ist, mal wieder. Okay. Ja. Auf jeden Fall. Gut. Herzlichen Dank. Bitte, gerne.
Ja, liebe Filmfreunde, das war die Comic-Con in Stuttgart am 30.06.2018. Und wie fand ihr den kleinen Einblick jetzt hier von meinem Video? Also ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war wirklich positiv überrascht, hat echt sau viel Spaß gemacht. Die ganzen Cosplayer, Wahnsinn, wie viele Leute da waren. Wirklich Respekt von diesen Leuten, die hier das gemacht haben. Wirklich wahnsinnig cool. Im Anschluss des Videos, zumindest, also zum Schluss, gibt es noch ein paar Fotos von diesen ganzen Cosplayern. Also wirklich Respekt von diesen ganzen Leuten, die so viel Mühe machen, hier diese ganzen Kostüme zu schneidern. Wahnsinn. Auch viele Mangas waren da, Manga-Kostüme, aber da habe ich keinen einzigen fotografiert, weil ich einfach keine Mangas mag. Ja, aber das wisst ihr ja. Was soll ich noch sagen? Es war einfach ein richtig toller Tag mit den ganzen Film-Junkies. Leider haben wir wirklich so gut wie nichts miteinander gedreht, weil ich war das sehr, ja, eigenständig, denn ich will einfach in diesen Stunden, wo ich jetzt dort bin, einfach alles auch so weit es geht angucken. Und tut mir leid, lieber Cine Manuel, lieber New Sexy, Markus mit seiner Familie, Olli Ankert war auch kurz da, oder war kurz da, ich habe ihn auch komplett aus den Augen verloren, hat auch einiges wieder gekauft gehabt, mein Freund, ja. Auf jeden Fall auch natürlich auch alle an, die natürlich auch mit dabei waren, ein herzliches schönen Gruß von mir nochmal. Daniel, natürlich auch Ralf, der mich auch mit auch übernachten lassen können. Was soll ich sagen? Es war einfach ein ganz toller Tag. Und was mir natürlich am meisten sprachlos gemacht hat, muss ich ganz ehrlich zugeben, waren wirklich diese ganzen Lego-Bauten von diesen verschiedenen Clubs da, wo es da gibt. Wahnsinn. Also wirklich Respekt vor diesen Leuten. Wahnsinn. Wirklich, wirklich Respekt vor diesen Leuten. Das Interview mit dem, ich muss den Namen nochmal nachgucken, tut mir leid, ich habe jetzt den Namen verloren. Wie er heißt? Sorry, ich muss mal ganz kurz gucken, bevor jetzt hier was verkehrt. Gunther, genau, mit dem Gunther, der eben diese riesengroße Burg gebaut hat seit 30 Jahren. Also Respekt wirklich, war vor allem mit dieser ganzen Geschichte, was du gemacht hast, einfach nur cool. Und dass sie so deine Frau hier auch unterstützt und selber mitmacht. Also da muss ich sagen, Hut ab und hast auf jeden Fall eine tolle Frau. Und ich hoffe natürlich auch, wir bleiben im Kontakt. Und natürlich auch noch die anderen beiden, der Vater mit seinem Sohn, die kommen aus Lichtenfels und die haben mir wirklich ein paar Tränen in die Augen reingedrückt, weil nämlich die haben mich an meine Kindheit ein bisschen erinnert, denn die haben nämlich die uralt Lego-Sachen noch da gehabt mit dieser Schienen, diese Space Station und die habe ich auch gehabt und es war so schön, die nochmal erfahren zu sehen, das war einfach unglaublich, doch mal, ja, die sind auch extrem teuer, die Dinger, die kriegst du fast nochmal her. Und die haben da ein riesengroßes Aufgebot gemacht. Wahnsinn, also wirklich Respekt vor diesen Wahnsinn. Ich hoffe, auch wir treffen uns in Lichtenfels. Für ein Interview wäre cool. Und ja, auf jeden Fall richtig toll, natürlich auch die ganzen Schauspieler. Leider sind nicht so viele gekommen, zumindest nicht so viel, wie ich jetzt gerne haben möchte, ganz ehrlich. Chuck Norris ist halt eh abgesagt, kurz vor knapp noch. Sehr ärgerlich für die ganzen Leute, die es auch eben gebucht haben. Wahrscheinlich war es noch ein bisschen zu teuer oder zu wenig Andrang für ihn wahrscheinlich bei dem Preis oder verlangt hat für ein Autogramm. Aber SSUKM selbst schuld, kein Mitgefühl, sag ich mal. Aber gut, mir war es eh egal, weil er war mir eigentlich eher für mich eher uninteressant. Ja, wirklich war eine riesengroße Comic-Con, war das. Es waren zwei riesengroße Hallen, also da kann sich das Wigner Fell drin zweimal verstecken, ganz ehrlich. Wahnsinn. Unmengen Comiczeichner waren auch da. Es war einfach wirklich genial. Natürlich. Einiges war auch wirklich sehr überteuert. Das Essen für so ein klitzekleines Pizzastück 5 Euro und ja, Getränk. Also ich habe für die zwei Sachen habe ich 10,80 Euro gezahlt. Also war schon wirklich sehr teuer. Aber gut, man muss nicht so viel kaufen und nicht so viel essen. Und von daher hat das dann schon so weit gepasst. Ja, was soll ich noch sagen? Was habe ich mir eigentlich in diesen Wochen eigentlich alles gekauft? Ja, nicht wirklich viel. Ja, natürlich nochmal zurück zu Hollywood Vampires. Da nochmal extrem sorry. Ich wollte echt noch ein weiteres Video machen von dem Konzert. Aber leider wirklich die Tonqualität war einfach extrem schlecht. Und ich wollte euch einfach damit nicht quälen. Ihr habt es ja kurz gesehen. Wo ich in Stuttgart angekommen bin, habe ich einen kurzen Einspieler gemacht. Und das war einfach unmöglich. Und das 20 Minuten anzuhören, ist eine Katastrophe, ganz ehrlich. Auch das war natürlich gestern ein ganz toller Abend, natürlich wieder mit dem guten Klaus, mein Konzertkumpane, mit dem wir uns eigentlich immer treffen und mit dem ich auch immer extrem viel Spaß habe. Das Niveau ist immer ganz tief unten, wenn wir uns treffen. Auch Andreas und Sigrid hier, ganz liebe Grüße, dass wir uns wieder getroffen haben. Echt coole Sache. Jetzt kommt der Ecke, die Antwort.
Und auch die wirklich war ganz tolle Leute und echt immer wieder schön, euch zu sehen. Macht einfach Spaß mit euch wirklich diese 8 Stunden vor der Halle zu warten in der prallen Sonne. Es gibt immer was zu lachen, es ist einfach genial. Und ja, auch an Thilo und an die Melina, glaube ich. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Oder Melissa. Sei mal nicht böse, ich habe jetzt gerade den Namen jetzt hier nicht in meinem Kopf. Es ist auch schon sehr spät und ich bin echt wirklich eigentlich im Arsch. Aber das Konzert auf jeden Fall gestern von Hollywood Vampire ist sau cool mit Johnny Depp, Alice Cooper und Joe Perry. Kann ich nur sagen, geht hin, wenn es wieder kommt nächstes Jahr. Lohnt sich auf jeden Fall. Johnny Depp, einfach genial. Leider ihn nicht getroffen. Sehr, sehr schade. Ja, und die Ausbeute von diesem Abend gestern war auch nicht besonders. T-Shirts gab es keine mehr, war restlos ausverkauft. Nur noch S und M und das passt mir einfach nicht. Aber ich habe mir eben hier dieses Plakat mitgenommen von Hollywood Vampires. Leider halt eben hier ohne Autogramm. Ich sag bloß Octopus, lieber Klaus. Octopus. Das ist ein kleiner Insider für uns mal wieder. Ja, sau cool auf jeden Fall. Und dann dank dem lieben Klaus. Vielen Dank. Er hat mir nämlich im Tauschgeschäft für den Tommy Hendrickson nämlich mir dann eben das JD Plektron gegeben und JD ist nämlich Johnny Depp. Ja, er hat mein Johnny Depp Ding organisiert. Danke, 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 denn das wollte ich unbedingt haben. Das war die ganze Ausbeute gestern von dem Hollywood Vampires Konzert. Ja, und heute auf der Comic-Con, auch da war es wirklich nicht sehr viel. Ich wollte auch nichts kaufen, ganz ehrlich. Ich bin einfach bloß hingegangen, einfach um es mir anzugucken, wie die Comic-Con so ist und es war wirklich cool. Aber trotz alledem, es war ja auch ein Schauspieler, eine Schauspielerin da von dem Star Trek-Universum von The Next Generation, nämlich die Marina Sirtis. Und natürlich dachte ich mir, für 25 Euro ein Autogramm, also Autogramm 25 Euro und ein Foto 25 Euro, dachte ich, okay, das mache ich jetzt auf jeden Fall. Und pro Autogramm bekam man auch noch ein Bild dazu. Hätte ich unterschreiben lassen können, aber ich wollte gerne mein Foto unterschreiben lassen. Und noch zwei, ein Ehepaar, wo vor mir war, hat gesagt, aber aufnehmen wir ein zweites mit. Das bekommst du dann für uns. Coole Sache, herzlichen Dank nochmal dafür. Und jetzt sehen wir mal, wie jung die war. Und die ist wirklich, die war wirklich bildhübsch. Also wirklich, die ist zwar immer noch bildhübsch. Ja, aber da war sie wirklich, wirklich bildhübsch. Immer wieder schön, sie anzugucken. Und dann habe ich natürlich mit ihr ein Foto machen lassen. Und was soll ich sagen, es war wirklich ein riesengroßer Andrang bei ihr. Und das ist sie nun jetzt. Sie ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Und ich glaube, ein bisschen operiert. Oder was meint ihr dazu? Also ich finde es ein bisschen, ja. So schaut es aus. Und natürlich hier oben die Signierung noch für Stefan von Marina Sirtis, sehr cool auf jeden Fall. Und natürlich bekommt das auch einen besonderen Platz in meiner Star Trek Sammlung, ist ja wohl völlig klar. Ja, das war eigentlich meine Ausbeute von der Comic-Con, aber ich dachte mir, meine kleine Emma hat in nächster Woche Geburtstag und sie wünscht sich was ganz Besonderes. Könnt ihr euch vielleicht zufälligerweise vorstellen, was es sein könnte? Mit 4 Jahren, was wünscht man sich da? Natürlich Deadpool, na Quatsch. Und zwar hat also... Und zwar ein Einhorn möchte sie gerne haben. Am besten ein echtes Einhorn, aber leider haben wir ihr sagen müssen, es ist nur ein Fabelwesen, das gibt es nicht. Aber sie hat jetzt von mir, dank dem lieben Daniel, der seiner Freundin auch eins mitgebracht hat, habe ich gesehen, oh geil, da muss ich nochmal hin und kaufe jetzt auch ein Einhorn. War zwar gerade billig, 35 Euro das schöne Teil hier. Aber für meine Emma ist natürlich nichts zu schade. Und das bekommen wir zu ihrem Geburtstag. Er kann jetzt auch darauf reiten, weil es echt ein Riesenviech ist. Was sagt ihr dazu? Echt? Sehr, sehr groß. Und da freut sich auf jeden Fall, wie die Sau, das weiß ich jetzt schon. Denn sie hat jetzt schon eine. Es ist langsam mal langsam weg, Gott sei Dank. Jetzt kommen die Einhörner. Denke ich mal, beim nächsten Mal Comic-Con werde ich auf jeden Fall die Emma auch mal mitnehmen. Das waren auch viele kleine Kinder mit dabei. War wirklich cool. Und die haben auch ganz viel Spaß bei diesem Ding gehabt. Und denke mal, da werde ich das nächste Mal auch mal mitnehmen. Und ja, ich habe auch dann gesagt, noch eventuell gehe ich noch auf ein weiteres Konzert, ganz am Anfang des Videos, wollte ich auch machen, denn der liebe Andreas und die liebe Sigrid haben mir gestern erzählt, sie fahren heute auch nach Stuttgart. Sag ich, was? Stuttgart? Warum fährst du nach Stuttgart? Heute spielen doch die Rolling Stones in Stuttgart, sag ich, nicht euer Ernst. Okay, alles klar, Comic-Con, dann gehe ich danach noch aufs Rolling Stones Konzert, ist ja klar. Habe ich gemacht, wollte ich machen, aber leider, wie soll ich sagen, ich hätte es geschafft auf jeden Fall, aber okay,
wenn ihr schon dort seid, dann fragt dann mal nach, ob da noch irgendwie was möglich ist, ob da wirklich welche stehen, die auch die Tickets verkaufen wollen. Es gab das sehr wenige. Und der wollte auch 200 Euro dafür haben, sagt, auf 200 Euro ist es einfach zu viel und das mache ich jetzt nicht. Also ich fahre jetzt nicht auch nochmal aufs Rolling Stones Konzert und deswegen bin ich jetzt schon auf dem Heimweg. Aber nochmal vielen Dank, Andi und Sigrid, für die Information dafür. Ich wäre auch gerne hingegangen, aber ist mir einfach wirklich zu teuer, noch ein drittes Mal Rolling Stones anzugucken. Aber wenn sie nochmal kommen, dann eventuell wieder. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen von der Comic-Con und den imaginären Hollywood Vampires Videos. Und ja, jetzt im Anschluss noch ein paar Bilder von den ganzen Cosplayern. Wirklich war richtig coole Teil dabei. Schaut euch einfach an. Hab recht viel Fotografie diesmal. Und ja, wünsche noch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Und das war's zum ersten Mal. Und jetzt fahre ich erst noch kurz heim. Und nicht vergessen, auch noch das 3000 Abonnenten-Special anzugucken. Ganz wichtig. Habt auch ein kleines Werbevideo reingeschaltet, warum auch immer. Dass da einfach Werbung reingeschaltet wird in diesem Video. Schaut euch einfach mal an. Und macht auf jeden Fall beim Gewinnspiel. Lohnt sich auf jeden Fall. Gibt's coole Gewinne auf jeden Fall abzustauben. Und ja, das war's von mir. Und jetzt fahre ich noch bis nach Hause. In 3 Stunden bin ich eigentlich zu Hause. Juhu! Also diese 2 Tage waren wirklich übel. In diesen 2 Tagen ungefähr 5 Stunden geschlafen, ungefähr 4 Koffeintabletten reingeschmissen und ungefähr 3 Liter Spezi reingesoffen, damit ich einigermaßen fit bin. Jetzt bin ich auch noch fit, alter Schwede. Hab mehrmals im Auto hin geschlafen. Ist nicht schön, aber man macht einfach mal. Ja, das war's dann nochmal von mir. Und jetzt viel Spaß mit den Cosplay-Bildern und bis demnächst. Euer Forsten80. Tschüss mit Ö und Beep, live long and prosper.